Modulentwicklung abgeschlossen. Modulentwicklung und abgeschlossen. Und Modulkonstruktion finalisiert. Und willkommen beim Let's Play. Neue Formel verfügbar. Anno 2070, aber was ist denn hier los? Neue Formel, innerstädtische Selbstbestimmung, computergeschützte Programmplanung. Ja, gerade eben liefen die Forschungen. Aber. Falsche Taste gedrückt. Die Forschungen durch. Und, mal schauen, was ist das denn hier alles? Hier auf jeden Fall erstmal wieder Grundlagenforschung. Fehlt mir dann nochmal Spezialgebäude. Öffentliche Gebäude. Machen wir mal öffentliche Gebäude. Zack. Öffentliche Gebäude, zack. So, mal kurz in den Hafen schauen. Items. Nö. Nö. Da sind nur drei. Haben wir das denn? Metastörungsprogramm? Nee. Ich suche gerade das, was wir eben entdeckt haben. War irgendwie nicht zu finden, na gut. Ist vermutlich hier für irgendwas oder so, ich weiß nicht. Technologie, Formel, ach so, das sind diese Formeln, ja gut. Was können wir denn mal weiterentwickeln? Zum Thema Anno 2205 und dem Mod, den ich ja nochmal probieren wollte. Ich werde mal schauen, wie ich jetzt die Ferien hier hiermit fertig werde und ob ich da mal den Mod probiere oder aber ob ich das Ganze mal mit Elite Dangerous versuche. Da hat gestern eine Testaufnahme ganz gut funktioniert. Mal gucken, ob ich das vielleicht mal so ein bisschen als Let's Play mache. Und, ja. Mal gucken. So, ich muss mal kurz schauen. Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Genau, hier haben wir noch unsere große Zweitstadt. Den Leuten geht's gut. Boah, kann man so sagen. Es ist noch relativ viel freier Platz, um auszubauen. Hier, was ist hier? Nicht zu viel Obst oder was? Schiff hoch. So. Jetzt kann es ein bisschen schneller abgeholt werden. Wie sieht's hier überhaupt aus? Obst haben sie eine Menge. Nur Molke fehlt ein bisschen. Ne, Biotonik ist da. Milch fehlt. Kuhstelle, Molkerei. Ja, genau, das fehlt. Wo sind denn die Produktionsstätten? Moment kurz. Ach doch, das hier sind sie. Okay, aber die laufen noch voller Kraft, also alles in Ordnung. Was hatten wir hier? Weizenproduktion. Okay. Der Wohnraum in der Stadt wird. Ach, ich habe schon die Exekutive. Ja, gut, heißt es, die Wohnkomplexe sind alle über. Dann ist sowieso Wurst. Hier, die kann ich nochmal grün schalten, dass da noch ein paar mehr Leute aufsteigen können. Die Exekutive kann man nicht gelb schalten oder grün schalten. Ich habe keine Ahnung wieso. Dann gucke ich jetzt nochmal kurz bei unserer Arche vorbei. Ne, nicht haben wir denn hier, wie war noch? Politik. Produktivität, Energieverbrauch. Sie werden sehen, dass man den Energieverbrauch senken kann, ohne an Effektivität einzubüßen. So, ein paar Upgrades. Richtig hohe Häuser hier. Na gut, was habe ich vor? Ich will auf jeden Fall weiter forschen. Und dazu brauche ich bei SSLT haufenweise Material. Da können wir mal den hier voll mit Bauzellen packen. Informationen über Kriegsausbruch zwischen Nachbarn. Ja, die können sich ruhig streiten. Hier hin. Dann der nächste. Ja, genau, verdammt mal durcheinander. Werkzeuge. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit Bauzellen und Werkzeugen. Ne, komm, runter. Na, schön. So, halb und halb mache ich diesmal. Und dann können wir mit dem anderen Schiff noch irgendwas anderes laden.
Hightech-Waffen oder so. Mal kurz gucken, was haben wir hier denn noch zur Verfügung? Computerchips brauchen die da oben, glaube ich, auch, oder? Ich meine ja. Ansonsten. Ja, auf jeden Fall die Hightech-Waffen. Glas können wir auch noch ein bisschen was mitnehmen. Nur so ein bisschen. Und dann halt eben hier Mikrochips. So, das sollte erstmal reichen, dass ich hier weiter ausbauen kann. Dann will ich nämlich hier oben nochmal so ein bisschen was hinbauen, um noch mehr Akademien zu bauen. Hier fehlt auch bei denen noch so ein bisschen. Als könnten da noch welche aufsteigen. Aber anscheinend nicht. Schade. Ja gut, Carbon produzieren die hier selbst. Und dann warten wir mal kurz, bis die Schiffe da sind. Was habe ich hier? Hier habe ich die Produktion. Da läuft auch alles in Ordnung. Hier schön das Hydrokraftwerk. Ach stimmt, hier wollte ich noch so ein Eco-Ding hinbauen, ne? Ne, habe ich schon, Wächter. Wir machen hier 200 minus. Na gut. Dann hier geht es den Leuten ganz gut. Ja, können auch noch ein bisschen. Warte mal, ich habe doch jetzt die Exekutive, da kann ich doch die Ozone-Markerstation bauen hier. Nee, nicht Flussklärwerk, die Dinger hier. Dann reiße ich das Ding einmal ab. Und baue so eine Ozone-Markerstation. Ozone-Maker eigentlich. Ozone-Maker, jedenfalls, dass die Ozone hier einpacken. Na komm. Interessant. Na gut, auf jeden Fall haben wir hier wieder beste Ökobilanz. Das freut natürlich unsere Leute. Was haben wir hier noch? Ja, geht. Können wir hier so ein Ding hinbauen? Können wir. Gehen wir hier hin. Oder verreichen da die Werkzeuge nicht mehr? Hier könnt ihr endlich auch nochmal irgendwie was hinbauen. Ich brauche. Ah, wobei. Geht eigentlich erstmal. Hier regnet es gerade, finde ich schön. Und hier fehlen mir auch die Werkzeuge. Dann habe ich hier noch. Dann brauche ich nochmal so einen großen Cargo-Liner. Und hier oben erstmal aufladen. Jetzt das Schiff, das Schiff. Das Schiff. Ja, reicht nicht mehr ganz. Macht nichts, dann können wir hier auch nochmal welche hinbauen. Gute Ökobilanz kann nie schaden. Dann eine Hände machen wir das Ding ab. Und. Energieversorgung mangelhaft. Keine hin. Ups, ich glaube, das war das falsche Gebäude. Energieversorgung mangelhaft. Ach so, das Ding ist das. Sollte ich das nochmal wegmachen? Ja, wird schon klappen. Beeinflusst die das? Ja, beeinflusst sie. Na ja, gut, dann lassen wir es erstmal so weit laufen. Was können wir hier noch Warnung. Herstellen? Produktion gestoppt. Genau, schauen wir doch mal, was haben wir hier an Rohstoffen. Hier ist alles grün. Da bauen wir nichts von ab. Da auch nicht. Hier nicht. Hier ist auch alles soweit mehr als genug vorhanden. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Aber hier bauen wir auch nichts ab. Ja. Registriere neues Fahrzeug. Registriere neues Fahrzeug. Flussklärwerk. 20 Holz fehlt, also mir fehlt dafür etwas Holz. Das kann ich aber beschaffen hier tatsächlich. So. Registriere steigende Fruchtbarkeit. So. So.
Dann kriege ich ja auch gleich Holz. Dann kann ich hier mal so ein Flussklärwerk hinbauen. Ach, habe ich schon. Eins. Dann warten wir mal kurz darauf, dass wir 20 Holz haben. Und dann baue ich direkt das nächste hin. Schildgenerator ist auch nicht schlecht. Habe ich ja genug Energie dafür? Nee. Also, Solator, ja gut, ich mach nochmal. Also, ein Sitter. Mit Holz. Hier hin. Dann mal da raus. Und einen wollte ich jetzt noch mit Werkzeug bepacken. Und zu dieser Insel. Nee, zu der hier fahren. Eigentlich zu beiden. Okay, wo haben wir hier eine Anlegestelle? Hier haben wir eine. Ich muss mal so ein bisschen schauen. Ich hatte letzt mit einem Twitch-Streamer und mit ein paar Leuten aus seiner Community gesprochen. Über TeamSpeak. Und da ist auch so ein bisschen was zum Thema Moderationsart besprochen worden, oder? Moment. Da ist so ein bisschen was besprochen. Und da haben viele gesagt, dass es sie zumindest bei solchen Let's Plays wie diesem hier, oder. Moment kurz. Ja. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. So, da bin ich wieder. Vier Taucher zu finden für 36 Tonnen schwere Waffen nehme ich gerne. Ach, guck mal. So, vier Taucher. Ich erzähl gleich weiter. Da ist einer. Da ist einer. Und hier sind zwei. Also folgendes. Mit dieser Moderationsart. Da hatten die gesagt, dass es ihnen oder dass sie gar nicht so viel Wert darauf legen, dass der der Moderator in dem Sinne dann ja gar nicht so viel durchsabbelt. Zufällig in der Gegend. Sondern auch mal so ein bisschen ruhiger ist und halt eben sich mehr auf das Spiel konzentriert. Und ich versuche mal so ein bisschen was umzusetzen. Nee, ich habe noch keine schweren Waffen. An sich macht das auch nichts, aber naja. Das Monument ist ganz schön groß. Ach du meine Güte. Autosave. Na komm. Autosave. Spiel gespeichert. Uiuiui, ja, ganz schön riesig. Na gut, das Ding hat eigentlich, das erfüllt alle hier, alle Dienstleistungen, sagen wir mal so. Und daher ganz gerne mal genutzt, um daraus eine eigene Stadt zu bauen. Kann ich eigentlich machen. Zum Beispiel hier mal so ein großes Monument hinbauen. Kann ich auch die Dinger hier wegpacken. Oder ich baue eine komplett neue Stadt. Auf jeden Fall, wie gesagt, will ich hier nochmal ein bisschen ausbauen. Ah, guck mal, wir haben hier ein bisschen. So. Mal umdrehen. So.
Hamster im Laufrad. Was heißt denn das? Beeindruckend. Sie haben eine wirklich große Menge Energie erzeugt. 5000.